In den letzten 20 Jahren hat sich der Weltmarkt für Pestizide verdoppelt. 2020 hat ein Volumen von 53 Milliarden Euro erreicht. Seit 1990 ist der Einsatz von Pestiziden weltweit um 80% gestiegen. Glaubt man der Industrie? So sollte der massive Pestizideinsatz in der Landwirtschaft den Hunger in weite Ferne rücken lassen. Aber das ist bei Weitem nicht der Fall. 2020 litten immer noch 2,4 Milliarden Menschen an Ernährungsunsicherheit. Auf Grundlage von 150 Studien und der Datenbank der Weltgesundheitsorganisation ergaben jüngste Untersuchungen etwa 385 Millionen unbeabsichtigte Pestizidvergiftungen pro Jahr und mindestens 11.000 Todesfälle unter Landarbeitern und Arbeiterinnen sowie Bauern und Bäuerinnen, überwiegend im globalen Süden. Schließlich landen die Pestizide auch auf unseren Tellern. Unabhängig von ihrer Dosierung gefährden diese Giftcocktails unsere Gesundheit. Dazu gibt es in Europa noch keine Regulierung. Eine gefährliche Lücke. Hinzu kommt, dass Pestizide die Gesellschaft ein Vermögen kosten. Die Reinigung des Wassers, die Behandlung von Menschen, die vergiftet wurden, Kompensationen für Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit der Herstellung und intensiven Nutzung von Pestiziden und sogar die Subventionierung der Hersteller dieser Chemikalien. 2017 kosteten Pestizide die Gesellschaft in der EU 2,3 Milliarden Euro. Raten Sie mal, wie hoch die Nettogewinne der Industrie im selben Jahr waren. 900 Millionen Euro. Genau. Pestizide kosten die Gesellschaft mehr als doppelt so viel, wie sie den Konzernen einbringen. Müsste die Industrie die versteckten Kosten übernehmen und ohne Subventionen und Steuererleichterungen auskommen, wäre sie bankrott. Deswegen geben die vier größten Unternehmen, die zwei Drittel des Pestizidmarktes ausmachen, ein Vermögen für Lobbyaktivitäten aus. Mindestens 10 Millionen Euro pro Jahr. Ihre Aktivitäten zielen auf die entscheidenden Fragen zur Risikobewertung von Pestiziden und die öffentlichen Strukturen, die uns schützen sollen. Sehr clever. Außerdem produzieren die Pestizidfirmen nach wie vor hochgefährliche Produkte, die in der EU verboten sind, und verkaufen sie im globalen Süden. 2018 wurden über 80.000 Tonnen in der EU verbotene Pestizide exportiert. Und wissen Sie was? Zusätzlich zu den verheerenden Auswirkungen, die sie in diesen Ländern verursachen, gelangen die Pestizide anschließend als Rückstände in Lebensmittelimporten zurück nach Europa. Tatsächlich gibt Europa mehr Geld für den Kauf von Pestiziden aus als jede andere Region der Welt. Die Europäische Kommission hat sich das Ziel gesetzt, die Verwendung von chemischen Pestiziden bis 2030 um 50% zu reduzieren. Das ist ambitioniert, aber paradox. Erstens halten die Mitgliedstaaten schon jetzt die geltenden Rechtsvorschriften nicht ein, die vorschreiben, chemische Pestizide nur als letztes Mittel einzusetzen. Zweitens verschließt die EU die Augen vor deren Ausfuhr in den globalen Süden. Zudem erhält die agrochemische Industrie Unterstützung von einigen Mitgliedstaaten, die fasziniert sind von dem Hype um technologische Lösungen. So soll etwa die Präzisionslandwirtschaft angeblich den Pestizideinsatz verringern. Wie praktisch, um die Geschäfte am Laufenden zu halten und den Einfluss der Industrie auf die Ernährungssysteme zu stärken. Es wird Zeit, aufzuwachen. Wir müssen den Mut haben, klare politische Entscheidungen zu treffen. Und zwar jetzt. Einerseits ein umweltschädliches, kostspieliges Modell, das sich in den Händen einiger weniger Konzerne konzentriert. Andererseits ein gerechter Übergang hin zu Agrarökologie, die von Bürgern und Bürgerinnen sowie Bauern und Bäuerinnen vorangetrieben wird, die unsere Umwelt bewahrt und Ernährungssouveränität ermöglicht. Die Einhaltung der Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten sollte ein erster Schritt sein. Aber das reicht nicht. Deshalb fordern wir die EU auf, sich zu verpflichten, ehrgeizige Ziele für die Verringerung des Einsatzes chemischer Pestizide festzulegen und einen vollständigen Ausstieg zu planen, wie es 1,2 Millionen EU-Bürgern und Bürgerinnen fordern, Agrarökologie zu fördern und nicht nur auf die Verheißungen der Digitalisierung der Landwirtschaft zu setzen. Die Vergiftung des globalen Südens zu stoppen und den Export von verbotenen Pestiziden sowie den Import kontaminierter Lebensmittel zu beenden und die gefährlichsten Pestizide weltweit zu verbieten. Unsere gewählten Vertreter und Vertreterinnen müssen die richtigen Entscheidungen treffen. Zeigen wir ihnen den Weg.